Also meine Mutter hat mich von klein auf immer in die Tanzschule geschickt. Ich tanze jetzt seit ungefähr 15 Jahren und meine Eltern sind getrennt und meine Mutter wollte nie, dass ich den Weg von meinem Vater gehe. Sie war immer dagegen und meinte so, das ist nichts Gescheites, lerne erstmal einen richtigen Job. Dann habe ich Friseurin gemacht und habe nebenbei immer weiter getanzt. Ja, und irgendwann hat mich mein Papa, weiß ich nicht, ich fand es total toll, dass ich ihn im Fernsehen sehen kann und was er mir so erzählt hat, es hat mich total begeistert und seitdem weiß ich, dass ich Schauspielerin werden möchte und ich, ja, mir gefällt es total gut. Ich sehe meinen Vater nicht auf der Bühne, ich sehe ihn im Fernsehen. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil er spielt russisches Fernsehen und macht immer so komische Fleischwurst-Werbungen. Das ist eigentlich immer ganz lustig. Ja, ich mag das. Das ist eine Frau und ein Mann. Und dann ist ein Richter. Und mein Papa ist der Mann von dieser Frau. Dann gehen sie zum Richter und dann sagt die Frau, mein Mann will nicht mehr mit mir schlafen. Ich weiß nicht warum und deswegen möchte ich mich von ihm scheiden lassen. Und dann sagt mein Papa, naja, also weißt du was, diese Wurst, ich kann einfach nicht. Diese Wurst, die macht mich so fertig, die ist einfach so geil, dass ich nicht mehr mit ihr schlafen will. Er träumt die ganze Nacht von dieser Wurst. Na so, das ist die Werbung und ja, genau. Bist du in sie verliebt? Nein. Bist du dir sicher? Ja. Bitte, Carmen, das ist überhaupt gar keine große Sache. Du fährst extra zu jemandem ins Strandhaus und vögelst bis zum Sonnenaufgang und dann ist das überhaupt keine große Sache. Du hast die beiden Typen ganz schön angemacht. Das ist Arbeit, Joe! Und jetzt machst du mir einen Vorwurf. Du kannst ganz ruhig sein. Du weißt ganz genau, dass es Arbeit war. Bist du eifersüchtig? Nein. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich war nur traurig. Ja. Du warst so verdammt traurig, dass du gleich mit Emma Kühn geschlafen hast. Sag mal, Joe, was ist denn das für eine kranke Reaktion, hä? In dieser Hinsicht bin ich nun mal verkorkst. Hast du Hunger? Ja, ich habe furchtbaren Hunger. Ach ja. Ja. Wir haben Pizza. Willst du Wurst oder die scheiß Peperoni? Mensch, was willst du? Und der Sex war bedeutungslos? Ja, manchmal ist das bedeutungslos. Ach, wenn das so ist. Dann hast du doch bestimmt kein Problem damit, wenn ich auch von Zeit zu Zeit mit anderen rumvögle. Oder wir reden dann mal über Monogamie. Hm? Okay. Monogamie, das ist ein Substantiv. Und es bezeichnet den Zustand oder die Praxis, über einen bestimmten Zeitraum nur mit einem Partner zusammen zu sein. Ist klar, Carmen. Na, warte. Ich will nur sicher gehen, dass die zwei auch wissen, wovon wir reden, okay? Monogamie ist bei Vögeln üblich. Ist sehr toll. Es bezeichnet die Praxis, über einen bestimmten Zeitraum nur mit einem Partner zusammen zu sein. Sag mal, Shane, bedeutet dir das irgendwas? Ich will es versuchen. Reicht dir das nicht? Ich will etwas versuchen, was mir von Natur aus nicht liegt. Ich verstehe es zwar nicht, aber ich will es versuchen. Ja, klar.
Vögel, Joe. Ich spreche hier vor einem gottverdammten Vogel, okay? Das heißt, ich will, dass du dich wie ein zivilisierter, gottverdammter Vogel benimmst, klar? Lass das. Lass denn? Lass das wirklich. Scheiße. Ich würde beides gerne machen, aber ich würde eher Film machen, weil ich glaube oder ich weiß, dass ich sehr gerne ehrlich spiele. Ich bin nicht so ein Typ, natürlich mag ich auch gerne Leute zum Lachen zu bringen oder so Witze zu machen, aber ich bin eher derjenige, der eher nicht so wah rumschreit und sondern eher, dass ich bei mir bleibe. So. Die Ehrlichkeit ist für mich halt wichtig. Und bei Filmen muss man auch nicht so groß spielen. Warum? Warum bin ich heute nur so glücklich? Ja, als säße ich in einem Segelboot und über mir kreisen weiße Vögel in einem endlosen blauen Himmel. Warum ist mir so? Naja, als ich heute Morgen aufgewacht bin und mich gewaschen habe, da sah die Welt plötzlich ganz einfach aus. Ja, und da wusste ich, wie man leben muss. Verstehst du? Ja. Ja, jetzt weiß ich es. Der Mensch muss arbeiten. Sich schinden im Schweiße seines Angesichts, wer immer er auch sei. Und nur das ist der Sinn und das Ziel unseres Lebens. Das ist das Glück. Mein Gott, es muss doch herrlich sein, wie ein Arbeiter zu leben, oder? Früh morgens aufzustehen, auf der Straße Steine zu klopfen. Naja, oder ein Hirte zu sein. Oder ein Lehrer, der den Kindern etwas beibringt. Ja, Pilot ist auch cool. Ja. Mein Gott, das reicht doch nicht, sich als Angehöriger der menschlichen Rasse zu betrachten. Nur so jedes Pferd bringt mehr zustande. Ja, auf jeden Fall mehr als als eine Frau, die bis 12 Uhr im Bett liegt, Bett ihren Kaffee trinkt und sich 2 Stunden lang anzieht. Schön. Wenn, ja. Okay. Wenn ich nicht jeden Tag früh morgens um 7 Uhr aufstehe und arbeite, dann straf mich mit Verachtung, okay? Bitte.
Jetzt komm. Bitte. Nee, also es gibt kein Alternativ. Ich will das unbedingt machen. Es ist eigentlich, seitdem ich laufe, tanze ich. Ich bin schon immer verrückt gewesen irgendwie. Oder ich vielleicht bin ich auch ein bisschen verrückt. Ich brauche das. Ich merke, wie ich diesen Friseurberuf gemacht habe. Es war schön, es war gut. Ich habe auch das gemacht, was meine Mutter wollte. Aber ich habe jedes Mal, wenn ich in dem Laden war, hat mich das ein bisschen befriedigt. Aber ich habe immer gemerkt, dass ich immer was suche mit Tanzen oder Schauspiel. Und ich wollte immer auf einer Bühne stehen. Und das, also ich brauche das. Ich brauche das auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich bin total dankbar, dass ich es jetzt geschafft habe und dass es so passiert ist. Ja, das kam einfach irgendwie. Und es ist schön.